Wow, ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Wow, ist das geil! Jetzt geht's erstmal Richtung Büro. Im Büro filmen wir dann den Dominik Krüger ab. Und der Dominik Krüger, dem haben wir schon ein Video gemacht. Wir werden es auch mal ganz kurz hier so nebenher einblenden, vor circa 4 oder 5 Monaten. Und da war er gerade schon über 10.000 Euro Umsatz bei DSA. Und er geht jetzt gerade Richtung 100.000 Euro Umsatz. Neue Webseite, neues Büro, er ist umgezogen. Also es tut sich extrem viel. Und er wird einer unserer 1.000 DSA-Partner mit über 1 Million Euro Umsatz. Das weiß ich jetzt schon. Aber nicht nur ist er ein sehr starker DSA-Partner, er ist auch ein sehr starker Vermittlungspartner für uns. Und er bekommt jetzt nach dem Interview auch gleich seine Provision. Und er hat dann vor, mit dieser Provision gleich was zu kaufen am Flughafen. Das heißt, mal gespannt. Ich weiß noch selber nicht mal, was er ausgesucht hat. Und hier sieht man schon das Bürogebäude. Wir waren jetzt eben noch München-Maximilianstraße vor circa 5 Minuten. Das heißt also, von der Maximilianstraße zu unserem Bürotower sind es 10 Minuten. Hier gibt es noch so einen Bürokomplex mit allem möglichen drin. Und jetzt nähern wir uns schon. Hier ist außerdem das Hyperion Hotel. Sehr schönes Hotel, also für alle unsere Seminargäste. Die können dann gleich hier übernachten. Und dort ist dann gleich der Tower. Wir parken jetzt gleich da vorne so rein, hier vorm Hotel, weil es gerade zu hat. Und wir es eilig haben. Auf geht's, wir müssen rein. Ja, windet es. Brutal. Und diesmal, wie ihr sehen könnt, bin ich im Streetseller unterwegs. Hab dann da den Anzug dabei. Was gefällt euch besser? Kommentare. So oder mit Anzug? Herzlich willkommen zum zweiten Video mit Dominik Krüger. Einer der ersten, die jetzt schon zum zweiten Mal auftauchen. Das heißt also, wir haben hier nicht irgendwelche Eintagsfliegen, sondern du hast bereits vor 8 Monaten das erste Video mit uns gemacht. Nicht in diesem Büro, sondern bei mir im Homeoffice in Ismaning. Ungefähr eine halbe Stunde von hier. Und du warst da noch komplett neu. Du warst bei 10.000 Euro Umsatz im Monat, mehr oder weniger. Du hast gerade frisch gestartet und du hast auch da noch mal so einen, also noch einen deutlich jüngeren Eindruck auch gemacht. Also du machst jetzt wirklich einen deutlich erfahreneren Eindruck, hast auch eine andere Präsenz schon. Und was wir heute besprechen wollen ist, was waren denn jetzt die 5 Hebel, die 5 Dinge, die in den letzten 8 Monaten sich am meisten bewegt haben beziehungsweise essentiell dafür waren, dass du unternehmerisch und persönlich gewachsen bist. Das werden wir jetzt in diesem Video besprechen. Also vielleicht fassen wir einfach mal kurz zusammen. Was waren denn jetzt so für dich die Top 5 Highlights im Bereich Resultate und was waren so die 5 wichtigsten Schritte, die du gehen musstest, um da hinzukommen? Ja. Also das erste natürlich ist das Thema Zeit, also einfach, dass ich in dieser Zeit extrem viel Erfahrung machen konnte, dass natürlich ich das Glück habe, dass auch extrem viel schief gelaufen ist, weil ich jetzt unsere bessere Resultate für meine Kunden natürlich erzielen kann. Das ist im Prinzip das, was für mich eigentlich im Prinzip sogar das größte Highlight ist, wenn ich das so sagen kann, dass Fehler gemacht wurden und wir daraus lernen konnten und das Ganze jetzt noch professioneller machen können. Also das ist im Prinzip das. Wir haben jetzt saubere Prozesse, mittlerweile ein kleines Kamerateam, Vertriebler und ja, suchen jetzt auch für Leute, die das jetzt vielleicht sehen, einen Grafiker und einen Ad-Buyer. Also wenn irgendjemand interessiert ist, in Wolfsburg bei mir zu arbeiten, dann kann er sich natürlich auch gerne bei mir melden. Ist vielleicht auch gleich mal so eine persönliche Frage. Du warst letztes Mal mit der Freundin da, ist es immer noch intakt? Ja, definitiv. Okay, ja, gut. Also so eine Frage kann ja auch schief gehen. Das ist doch, das ist sogar noch intakter, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Ja. Weil ich jetzt auch mit Stolz sagen kann, dass ich im Juli tatsächlich Papa werde. Oh! Von einem kleinen Babymädchen, ja. Und du bist ja noch sehr jung, glaube ich, 20? Genau, ich bin 20 und dafür möchte ich mich natürlich an der Stelle auch extrem bedanken, weil ganz klar, ohne die DSA, ohne das Werkzeug, was für mich halt einfach funktioniert hat, hätte ich mir das nicht ermöglichen können. Das ist eigentlich, muss man mal trotz Corona so einschlagen können, oder? Das ist im Prinzip mein allergrößter Traum gewesen. Theke ist jetzt außerdem auch neu. Und hier ist noch ein Bildschirm hin. Die neuen Awards sind da. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon, Beklebung, ob ich die neuen Awards, Markus Bendele Marketing,
Ja, Filmecke. So. Ich weiß nicht, ob ich die schon letztes Mal drin hatte. Das ist der 1 Million Monatsumsatz Award und hier sind die anderen. Sehr cool. IT-Termin. Hier, Geschäftsführung. Sauber. Dominik, was gibt's jetzt für dich? Jetzt gibt's einen weiteren Traum. Oh. Ich bin mir. Ich bin mal gespannt, was es wird. Geile Barge, ey. Genial. Da geht's hin, Arosa. Da sind jetzt die Betonbunker. So schaut es aus. Nicht schlecht, ja? Cool. Uhrenläden, UBS, Coop. Hier sind die Läden, glaube ich, morgen alle noch offen. Jetzt sind wir da. Ja, das ist es schon. Ja, das ist es jetzt. Schaut cool aus, ja, von außen. George Michael, Keller's Whisper. Geile Schnee. Boah. Hammer-Sitze. Barbereich vom Hotel. Andarana. Boah, Sonne kommt raus. Geil. Geil, Sonne. Boah. Geil. Mega! Oh, geil! Geil! Wahnsinn! Warte, kommt. Heute haben wir das Bombenwetter erwischt, Leute. Schaut euch mal das an. Wahnsinn! Wahnsinn! Jetzt fahren wir hier mit der Bahn hoch. Dann geht's los. Papa? Ja? Macht Spaß! Mega! Das ist ganz egal, ich verwischte. Das ist geil, gell? Das ist ganz egal, ich verwischte. Okay, ist das krank geil, Leute. Das hältst du nicht aus. Wahnsinn. Und da oben kommen wir. Schaut mal den Schnee an, wie das glänzt. Jawohl, das sieht doch mal lässig aus. So, jetzt sind wir etwas steiler unterwegs. Eine der wichtigsten Dinge im Leben ist, dass man in das richtige Umfeld reinkommt. Aber man muss natürlich sehr viele Eigenschaften mitbringen,
um in gewisse Kreise hereingelassen zu werden, beziehungsweise dort auch akzeptiert zu werden, dort gewünscht zu sein. Und es bringt dann auch sehr viele Vorteile mit sich. Okay? Das wird also ein Punkt sein. Ich habe eigentlich noch nie einen im Internet groß über dieses Thema sprechen gehört. Ich dachte mir, warum wird nie über dieses Thema geredet? Wahrscheinlich, weil es einfach die meisten gar nicht wissen, weil sie selber in keinen gehobenen Kreisen drin sind und deswegen auch vielleicht gar nicht darüber sprechen können. Eigenschaft Nummer 1, die man braucht, die man unbedingt braucht, um in einen gehobeneren Kreis reinzukommen, um in einen elitären Inner Circle reinzukommen, ist eine Fähigkeit, bei der schon 95% aller Menschen ausscheiden. Das ist auch eine Sache, da tun sich sogar Frauen noch schwerer als Männer. Und zwar das Thema Diskretion. Diskretion. Und zwar einfach mal die Fresse halten mit den Dingen, die passieren. Wenn ich jemanden habe, ich lerne den kennen, ich treffe den, und er erzählt mir irgendwie schon früh Geheimnisse oder Dinge, die er gar nicht erzählen sollte, oder Dinge, die, wo ich denke, hey, wenn ich die mit dem gemacht hätte, ich würde nicht wollen, dass er die rumerzählt, dann fliegt er. Der kommt nicht mal rein. Der scheidet sofort aus, der fliegt raus. Eins der obersten Gesetze ist das Gesetz der Diskretion. Das heißt, man erzählt nicht rum, was man geschäftlich, privat oder irgendwo macht. Man erzählt es nicht rum. Man erzählt es nicht rum. Aber Diskretion heißt nicht nur, man erzählt Dinge nicht rum. Es heißt auch, man fragt nicht zu übertrieben neugierig nach. Also man, Neugierde ist gut, Fragen stellen ist gut. Aber ich komme nicht zum Beispiel rein in einen neuen Country Club, in einen neuen Golf Club oder irgendwas und frage die Leute gleich aus wie ein FBI-Agent. Das ist unangenehm, das macht man nicht und das signalisiert gleich, okay, der kennt sich in gehobenen Kreisen nicht aus, weil er weiß gar nicht, wie man sich benimmt. Der weiß gar nicht, dass man sowas gar nicht macht. Ja? Und es gibt einfach so Level. Das heißt, am Anfang stellt man allgemeinere Fragen, dann detailliertere Fragen und dann nach dem dritten Mal, wenn man sich trifft, dann fragt man noch detailliertere Fragen und die allgemeine Regel ist, zuerst erzählt man was, bevor man nachfragt. Das heißt, ich stelle keinen Leuten eine Frage, okay, bei deiner, zum Beispiel wenn es jetzt ums Business geht, bei deiner Kampagne auf LinkedIn, was sind denn die Zielgruppen, die du genau auswählst und was für Leadpreise erzielst du da? Ohne dass ich selber gesagt habe, du, aktuell machen wir bei uns in der Marketingabteilung in der und der Sparte LinkedIn-Werbung, wir wählen die und die Zielgruppen aus, wir geben am Tag 1.500 € aus und wir erzielen Leadpreise von 28 € im Schnitt. Ich muss das zuerst erzählen, bevor ich die andere Person da zu neugierig und extrem ausfrage. So, vom Skifahren und Termin in der Schweiz nach Österreich zum nächsten Termin. Großes Lager. In Pinsburg in der Nähe von Salzburg. Sehr schönes Lager. Produktion, Logistik von Luxusgütern primär, von verschiedenen Champagner- und Weinsorten. Sehr, sehr schön. Wine Diamond sind wir hier. Ich denke, na gut, wie lange ist das für gut? Vielen Dank. Bitte sehr. Aus dem Minimum T-Shirt, ja. Sehr schönes Bild. Und was ich ja liebe, sind diese Holztische, vor allem der Geruch davon. So, das erste Meeting ist durch. Jetzt teste ich kurz den Tesla Model 3, weil ich den nämlich noch nie gefahren bin. Ah, stimmt, so geht es. So. Innen sehr schön. Deutlich kleiner wie Model S. Ja, aber relativ bequem, aber also es ist so minimalistisch, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also minimalistischer geht's nicht mehr. Da ist wirklich
fast nichts dran. Was kostet das Auto eigentlich? Der ist wohl ausgestattet und kostet 70.000 Euro. Kostet 70.000 Euro? Wobei man ja hier nur für die Technologie bezahlt und nicht für das Interieur, für den Luxus. Also der hat wie viel PS? Der hat jetzt 530 PS. 530 PS auf was für ein Gewicht? 2,4 Tonnen. Okay, let's go. 3,4 Tonnen? 2,4 Tonnen. Wegen der Batterie oder was? Ja. Also die ersten, sag ich jetzt mal, die ersten 30 bis 50 Meter, die sind brutal, die fühlen sich noch krasser an. Aber dann macht er natürlich, das heißt, er zieht halt nicht weiter durch. Und ein Lambo und Ferrari und so weiter, die ziehen natürlich dann erst recht an. Also eigentlich ziehen die erst nach so 20, 30 Meter, dann geht es erst richtig los. Und dann ist natürlich auch nach oben brutal offen. Und wie viel fährt jetzt zum Beispiel der maximal? Bei 250 ist abgeriegelt. Okay. Aber die Beschleunigung hinten raus ist... ist sehr müde. Sehr müde, oder? Ja. Also Beschleunigung und hinten raus sehr müde. Genau, man merkt auch die, den Abfall der Leistung von ja. vom Akku her. Ja. Also auf kurze Strecken super, aber hinten raus geht viel zu viel ab. Aber sehr bequeme Sitze, gell? Okay, Leute, bis nachher. So, ich hoffe, das Video hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte jetzt eine sehr stressige Woche hinter mir. Und ja, wenn man Unternehmer ist, dann gibt es auch mal Phasen, wo man mal mit 3, 4, 5 Anwälten gleichzeitig zu tun hat, einige Problematiken abwenden muss. Und genau in so einer Phase war ich jetzt. Viele von euch haben es mitbekommen auf Instagram. Und ich möchte euch jetzt 3 Dinge mit auf den Weg geben. 3 Downloads, egal ob ihr jetzt selbstständig seid, ihr wollt in die Selbstständigkeit gehen, ihr möchtet Partner von uns werden oder vielleicht sogar, ihr habt ein Unternehmen und möchtet dieses Unternehmen entweder mehr systematisieren oder mehr skalieren. Ich gehe nochmal ganz kurz durch, was wir heute besprochen haben. Und zwar einmal haben wir besprochen das Thema DSA-Partner Dominik Krüger. Wenn auch du daran interessiert bist, ein DSA-Partner von uns zu werden. Das Ziel ist immer nach 3 bis 12 Monaten über 100.000 Euro Umsatz zu machen mit nachhaltigen Digitalisierungsdienstleistungen nach unserer Schablone. Mit 30% Marge oder mehr. Man kann sich hier unter dem Video einen kompletten Businessplan runterladen, einen Franchiseplan und auch ein gratis Beratungsgespräch mit uns führen. Das also Punkt Nummer 1. Dann, das nächste ist, jetzt kommen ein paar mehrere Sachen. Ich habe eine Telegram-Gruppe und da werden auch diese wöchentlichen Coachings gepostet. Ihr habt jetzt einen kurzen Ausschnitt gesehen zum Thema Networking, wie man in einen Inner Circle reinkommt. Und wer bei mir in die Telegram-Gruppe reinkommt, der sieht dann auch 4 Wochen gratis dieses Coaching. Dann ein weiterer Punkt. Ich hatte natürlich auch extrem viel Spaß mit meinem Vater. Dann waren wir bei der Produktentwicklung einmal in Österreich, in Salzburg. Und ich möchte euch jetzt auch eine Digitalisierungscheckliste durchgeben. Also wenn du Unternehmer bist, dann lad dir auf jeden Fall, wird dann wahrscheinlich der dritte Link sein, diese Digitalisierungscheckliste runter. Da gehen wir dann durch interne Prozessdigitalisierung, wie zum Beispiel Datenverarbeitung, E-Learning für Mitarbeiter, Projektmanagement-Tools, Kommunikationstools, Buchhaltungssoftware, all diese Themen, aber auch Sales, CRM, Marketing, Funnels, all diese Themen. Jetzt haben wir also besprochen einmal Thema DSA, Thema Telegram, Thema Checkliste für Unternehmer. Und wer sich diese Checkliste runterlädt, der bekommt dann auch von uns Fallstudien zugeschickt, wie wir Unternehmen aus verschiedensten Branchen auch bei S&M Partner skalieren konnten. Und wer sich bei uns bewerben möchte für einen Job, einfach s&mpartner.com, dann kommt man da rein. Das war's jetzt, das volle Video gibt's auf unserem anderen Kanal zu sehen, auf dem DSA Live Building Kanal. Jetzt gerne abonnieren, einen Kommentar drunter schreiben, was interessant ist für die Zukunft. Das Video auch gerne teilen und in circa einer Woche kommt dann der nächste Vlog online. Bis dann.